Hallo ihr Lieben, ich habe euch lange nicht gesehen und ich dachte mir, ich sage euch mal mit einem kleinen Video Hallo. Und wir hatten ja schon immer mal überlegt, wie wir mal zu mir in den Bandraum gehen können und wir mal einen Ausflug machen. Und ihr wisst ja, dass das ja da sehr weit ist und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt die optimale Möglichkeit, euch den Bandraum mal zu zeigen. Kommt doch mal mit. Als allererstes möchte ich euch etwas zeigen, das kennt ihr aus dem Kindergarten nämlich auch. Das haben wir im Kindergarten auch, das ist unsere Zeiterfassungsmaschine, damit wir immer wissen, wer auch rechtzeitig zur Probe kommt und wie lange wir denn geprobt haben. Aber da proben wir natürlich nicht, Musik machen wir auf der Seite. Ich zeige euch jetzt erstmal, wo ich immer stehe, wenn ich Musik mache. Das hier ist mein Bereich. Da stehen meine Gitarren und ein Effektgerät, da kann ich machen, dass die Gitarre anders klingt beispielsweise. Und hier ist mein Verstärker, der macht den Ton laut. Und hier aus der großen Box kommt der laute Ton dann raus, wenn ich auf meiner Gitarre spiele. Das seht ihr bestimmt später noch oder in einem anderen Video. Neben mir, da steht normalerweise der Jonas, das ist unser Pianist und er spielt Klavier. Könnt ihr sehen, die ganzen schwarzen und weißen Tasten. Und neben Jonas, in unserem kleinen Plastikkäfig, steht das Schlagzeug von Alex. Dieser Plastikkäfig, der ist nicht etwa da, damit wir ihn nicht anhusten, sondern damit er nicht ganz so laut ist, wenn wir neben ihm stehen. Wir haben mal überlegt, ob wir einfach einen undurchsichtigen Plastikschutz dahin stellen, damit wir ihn nicht mehr sehen müssen. Ist natürlich nur ein Spaß. Hier neben steht der Bass von Niklas und die große Bassbox von Niklas. Der Bass hat weniger Saiten als die Gitarre und viel dickere. Müsst ihr mal schauen. Der hat nur 1, 2, 3, 4 Saiten. Hier drüben, das sieht ziemlich ähnlich aus wie das, was ich bei mir drüben stehen habe, steht noch eine Gitarre, die ist auch von Alex. Und da können wir mal schauen, die hat nämlich mehr Saiten als der Bass. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saiten. Klingt auch viel höher und ich finde es schön, aber da kann man sich drüber streiten. Und hier, guck mal, was wir hier stehen haben, da steht eine Trompete, die ist von Ben. Und der kleine Gitarrenverstärker, der gehört auch noch Ben, weil Ben spielt auch noch Gitarre. Wir sind ganz viele Gitarristen bei uns in der Band. Und ganz, ganz wichtig, die beiden Mikrofone von unseren Sängern, damit auch die Stimmen sehr laut sind. Weil wenn wir alle laut spielen auf unseren Verstärkern und über die großen Boxen, dann würden die Stimmen von Connor und Max gar nicht laut genug sein. Und darum müssen die ein Mikrofon haben, damit man die auch hört. Ja, so sieht das hier bei uns im Bandraum aus. Und jetzt stehen wir hier und machen zu acht, sind wir acht Leute, machen wir dann hier Musik. Und das wird dann ganz schön laut manchmal. Aber wir haben viel Spaß. Und vielleicht kann ich ja auch meine Gitarre mal mit in den Kindergarten bringen. Oder wir können uns selber ein Schlagzeug bauen, aus Töpfen oder Pappkartons beispielsweise. Und eine Trompete kann man auch selber bauen, aus einem Trichter und einem Gartenschlauch und so. Vielleicht können wir ja mal selber eine Band machen. Das würde mich freuen. Ja, so sieht es in meinem Bandraum aus. Ich freue mich, dass ihr mal reingeschaut habt. Tschüss!